Dokumente haben wir auch. Schlafsack haben wir, Wolldecke haben wir. Gut, gehen wir. Ich schaue zuerst mal während dem Herlaufen schon, wie ist er etwa zu Weg? Ist er eventuell alkoholisiert? Wie reagiert er, wenn du auf ihn zukommst? Das Annähern an Person ist... Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist mehr aus dem Bauch raus. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, ich brauche nichts, mir geht es gut. Da musst du ein bisschen rausspüren, brauchen sie wirklich nichts oder wenn sie einfach loswerden. Da darfst du dich einfach nicht aufdrängen. Oder? Da unten ist im Schirm Boot. Kannst du die Blachen auflupfen und drunter. Und wenn du kein Licht machst, dann findet dich niemand. Ja. Ja, es sind oftmals Leute, die durch alle Maschen durchgehen. Und so wie das letzte Auffangnetz für die. Dass man da die allerletzte Instanz, um die nochmal anzugehen, um an die anzukommen und denen vielleicht auch noch helfen. Ja, ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass man rausgeht, nicht wartet, bis die Leute kommen, weil die Leute kommen nicht alle in den Fußbus auf. Es gibt Leute, die wollen nicht direkt gehen, um Hilfe fragen. Es gibt Leute, die haben Hemmungen. Und die kann man einfach animieren, dass sie sich dort die Hilfe holen. Auf dem Friedhof haben wir auch schon unter dem Dach von der Abtankungshalle Kunden gefunden. Jetzt gehen wir schauen, ob wir jemanden finden. Wenn er wach ist, nehmen wir das Gespräch auf mit ihm. Wenn er schläft, probieren wir abzuschätzen, wie ist er zu Weg, hat er warm genug. Wenn er schläft, wecken wir ihn sicher nicht. Und wenn er wach ist, bieten wir ihm etwas zu essen oder Kaffee. Der Pascal füllt jetzt hier ein Protokoll von der heutigen Patrouillen aus. Da schreiben wir auf, wo dass wir überall durch sind, welche Plätze dass wir besucht haben. Wenn wir Leute gefunden haben, dann schreiben wir die Informationen ein von den Leuten. Schreiben auch etwa ungefähr die Zeit her, wo wir die Leute gefunden haben. Es geht auch darum, dass man ein bisschen unter den Patrouillen die Informationen austauscht.